Also, ich spiele jetzt League 2 Stündchen. 3 Stündchen, actually 2,5. Und dann gehen wir ins Geogaster Battle von Vlessi. Peda von Pizmeet mit Mazat, mit Bonchwa, mit Nova, mit noch anderen, 4 anderen. Ich habe vergessen, wer. Alles coole Menschen auf jeden Fall. Mango, das ist reiner Zufall, aber wir hatten irgendwann vor einem Jahr oder mehr bei einem Valorant Charity zusammen mit Miss Rage zu bestellen. Touch empty, na klar! LOL! What the fuck? What? Hä, wie cool. Ich find's ein bisschen sass, dass er gesagt hat, das ist Zufall, aber er hat trotzdem direkt den langen Text gehabt. Wir müssen aber mal wieder gucken, was eigentlich momentan die High-Elo-Master-Yis wieder machen. Ob sich inzwischen jemand anders entschieden hat. Während das im Hintergrund, weil Conqueror Ignite ist halt das, was die High-Elo-Yis momentan machen. Und wir gucken mal, wie das da momentan, was sie gemacht haben vor ein paar Tagen. Jetzt sind wir wieder ein paar Tage oben, da kann sich ja alles ändern. Wir schauen mal, was momentan gemacht wird. Also auf dem aktuellen Patch, wie gesagt, ist Master-Yi sehr schwierig, weil Master-Yi schwierig Winrates und so. Gucken wir bei den Top 10 Yis der Welt rein momentan, nach Winrate-Bewertungssystem, whatever, I don't know. Was macht Dark Jian? Hail of Blades. Er spielt wieder AD. Was? Mit Sonjas. Och, Leute. Okay, nee. Sogar On-Hit. Er spielt wieder AD. Doch, er spielt wieder AD. Aber mit Blade. Okay, der Junge geht moment... Oh! Okay. Er spielt Flash Smite, Hail of Blades. Hail of Blades, Krakenslayer, Rageblade. Ja, also das ist immer noch das alte Tank-Bild. Das braucht man vielleicht manchmal einfach noch. Aber er spielt meistens immer noch Blade. Und was ist das hier? Was bin ich hier sehend? Was bin ich hier sehend? Ghostie mit Eclipse? Navori Infinity Edge Phantom Dancer? Okay, wir müssen vielleicht uns mal ein bisschen Zeit nehmen nach dem Game. Was ist das denn für ein wildes Zeug? Also, ich habe auf dem aktuellen Patch noch drüber nachgedacht, ob AD Bild nicht vielleicht wieder Sinn ergeben würde. Angesichts dessen, dass halt die E so hart genervt wurde. Hat er gerne eine Runde Flex mit neuen Irelia ausprobieren? Schon, gerne. Dann spiele ich da gleich mal diesen komischen AD, I guess. Okay, Belveth Jungle mal wieder. Yay. Habe ich noch kein richtiges Rezept gegen gefunden, muss ich sagen. Schon ist gegen Master Yi sehr, sehr stark. Wahrscheinlich Early einfach töten. Master Yi ist halt auch im Early nice, aber später nicht mehr. Mal gucken. Wir finden eine Lösung, würde ich sagen. Kann ich mit 2 Balken überhaupt noch Q'n? Nee, ne? Ich muss ihn jetzt töten. Unlucky. Erstes Game! Ich berufe mich auf das erste Game. Belveth ist sehr kite-belate Game. Wie sollst du denn mit einem Master Yi kiten? Was soll ich kiten? Mein kleinen Zeh. Der ist vielleicht gerade eben bei Kilo weg, jetzt dass er noch ein Auto-Tech-Range ist. Macht einen 3-Range-Team. Ja, okay, gut. Die sollten die auf jeden Fall kiten. Aber ich meine auch nur, dass ich noch nicht weiß, wie ich gegen die Kevin Belveth spielen muss, um sie zu schlagen. So. Komm, waste noch mehr Zeit auf deiner Lane. Ach so, oh Gott. Waste ist echt noch mehr Zeit auf deiner Lane. Das kannst du nicht machen, Frosch mal. Warum kommst du... Oh. Was macht die hier? What the fuck? Die Krabbe gemacht und ist zum Try gegangen und oben rum. Das ist natürlich nice. Junge, weißt du, wie ich in diese Botlane reinfahre? Weißt du, wie man diesen Botlanes das Leben nimmt? Joink, joink, joink. Oh, dass sie da sterben muss, ist echt schade. Oh, Belveth Toplane. If only there was something we could do on the bot side. Twitch, du hast kategorisches Verbot, jetzt gerade zum Drake zu kommen übrigens. Wenn du jetzt zum Drake kommst, dann rufe ich irgendwo an. Ich weiß noch nicht wo. Aber ich rufe bestimmt irgendwo an und es wird nicht gut für dich. Twitch, der gerade Invis daneben steht. Selbst wenn Twitch Invisible daneben stehen würde, wäre der Drake gemoved. Ich wusste, dass er nicht kommt. Wenn ich den Drachen Q, hat er ja kein Ziel mehr. Das heißt, wenn dann zum Beispiel hier drin der Twitch stehen würde, würde er ja schon hier hochparfen. Weil Jungle Monster ja True Vision haben. Weißt du, als ich ihn gekühlt habe, wusste ich jetzt schon, dass er nicht kommt. Insofern, selbst wenn er invisible wäre. Obwohl, wenn er invisible wäre, weiß ich jetzt schon nicht. Never mind. Bei Invis? Obwohl, nee, dann müssten sie ein Ziel haben. Invis haben sie ja kein Ziel. Sie könnten Invis ja nicht angreifen. Nee, never mind. Never mind. Wenn der Invis daneben gestanden hätte, wäre selbe Sache gewesen. Boah, haben sie gerade Belveth bis in den eigenen Jungle gechased, Alter. Das ist ja schön. Jetzt gehen wir Botlane wieder rein. Ich hätte nämlich Ulti. Nice, schön. Joink! Ganz, ganz klassischer Joink an der Stelle. Das, was wir joinken, ist tatsächlich die Elo. Ah, oh, Belveth Mitte. Oh, das ist so ein sahniger Doppelkill. Die wollen nicht. Mach ich Damage, Alter. Wo ist Belveth hin? Du musst jetzt kommen. Naja, hab ich mir gedacht. Ich hab mir gedacht, dass ich den Tower nicht ganz kriege, deswegen habe ich früh geschädigt. Leute, was macht ihr für Rotation? Die sind es irgendwie nicht. Keine gute Wand. Wand weg, Wand weg! Schade, ey. Ja, krieg ich nicht mehr. Vielleicht kriege ich die noch hier hinten.
Oh mein. Oh, was? Wieso outdamaged die mich jetzt? Das verstehe ich halt wirklich nicht, warum die mich jetzt outdamagen darf. Die E muss man auf jeden Fall wählen, ja. Das ist true. Oh mein, du bist am Enden. Das ist so ein richtiger Mango-Jungler. Fehler einfach unendlich. Alles gut, Eschür? Der hätte halt wegrennen können. Das Ding ist, wir gewinnen die Map momentan. Man muss echt jedes bisschen Gold gegen sie umsetzen. Das ist crazy. Ansonsten auch damage die mich halt wieder. Die hat auch schon wieder Kraken. Die hat auch schon Krakenslayer und Lifesteal. Ist das fies? Weiß ich nicht, ob die Wall das ist. Hat zwei Items. Ja. Ich bin gefeedet. Die auch actually. Komm her. Wo bist du? Lol. Das war brutal. Shelly 25, sollte ich weggehen, kaufen vorher? I don't know. Probably not. Warum hast du Ignite die Runde überhaupt genommen? Weil ich Ignite immer nehme. Weil Ignite momentan meine einzige Formel zum Gewinnen ist. Aber wir müssen gleich nochmal auf Lolalytics gucken, ob das immer noch stimmt. Ich mag es auch ganz gerne inzwischen. Aber ich bin auch immer noch ein kleiner Exhaust-Fan. Also, vielleicht gerade gegen sie wäre das eine Option. Ich glaube, die beste Art und Weise, wie man Master Yi momentan spielen kann, ist, indem man Early Snowballt. Oh, aber das ist big für mich. Oder auch nicht. Weil der viel zu lange überlebt. Oh, weil der Armor gestackt hat. Ach, unfortunate. Ich dachte, ich kann den viel, viel schneller töten. My bad. Ein Pflanzer said. Sehr schön. Oh, geht in die falsche Richtung. Sorry, Sona, ich muss dich verkaufen. Ja, das ist die Rache dafür, dass ich dich verkauft habe, ey. Holy shit, das ist ja viel zu viel CC. Of course haben die zu viel CC. Ohren, Ult plus Karma. Typischer Fall von, ich muss rausgehen. Oh, das war ein guter Call, ey. Shelly, komm jetzt! Mein Fuß, war ganz schnell. Leute, ihr müsst herkommen. Seine E habe ich vergessen. Seine zweite Ult-Instanz habe ich weitaus später geschätzt. Hätte einfach Q-Lock drücken müssen. Ich muss einfach nur dodgen. Aber habe ich legit vergessen. Ja, Top-Inip offen. Oh, der Orn ist big, wa? Will nicht meine E anmachen. Braucht die, sobald wir fighten. Reset. Hast du vergessen, wie man Yi spielt? Tatsächlich nicht, ne. Dass die so ahead sind in Drakes, nervt mich ein bisschen. Sag ich, wie es ist. Schade. Komm, dass der Orn mich da über die Wand knockt, hat mir leider die gesamte Aktion zerstört. Aber das haben sie, oder? Ja, das haben sie. Let's go! Das Bellwest darüber dasht, ey, so greedy. Wir danken den Vayne-Spielern. Danke für euren True Damage. Die Prisen sei euer True Damage. Mit und top jetzt für Inips, ne? Hier oben hin. Den mache ich, glaube ich, oder? Ich glaube, ich sollte den jetzt machen. Mit Death Dance. Eigentlich genug Damage. Wir testen es. Wir werden sehen. Wir werden es rausfinden, I guess. Das muss ich dodgen, nur deiner Ult, right? Was ist denn hier passiert? Wieso haben die da unten 0 für 2 getradet? Ja, nicht da oben 2 Leute töte. Could you not do that? Why? What the fuck? Den können wir töten. Bitte töte den. Ich brauche den Reset. Das ist so schlecht. Ja, sehr gut. Wie auch immer sie das verkackt haben, ey. Echt, Baron? Wenn ich sogar erst Inips machen sollten. Ich glaube, wir hätten erst Inips machen sollen. Aber okay. Obwohl, gegen den Bell wäre das Baron vielleicht doch ganz wichtig. Ja, ja. Und ich hatte keinen Smite. Nee, war richtiger Call. Oh, ich bin noch in der Nähe. Was? Das kann ja gar nicht sein. Ich habe keinen Red Smite. Das ist ein bisschen blöd. Fällt jetzt ist es ihm auch aufgefallen. Er hat ein bisschen gebraucht. Ich hätte ihn einfach all-in können. Er hat es nicht gemerkt. Master Yi Gaming! Haben Sie schon mal einen lizenzierten Master Yi-Moment gesehen? Nein, das war einer. Absolutely beautiful.
Das sind LP, die wir gerne nehmen. Dann sieht bestimmt, dass das Game gleich zu Ende ist und kommt gleich. In der Zwischenzeit schauen wir mal kurz, was zu Hölle los ist. Okay, also dieser Junge spielt legit wieder ADI. Jedes Game mit Duskblade, Collector, Lot, Dominic's Infinity Edge. Und dann Sonjas. Damit hat er Mad Success. Und das spielt er. Es spielt er in squishy Teams rein, though. Ja, er spielt das in keine Teams rein, wo es Full Tanks gibt. Wenn Full Tanks im Gegnerteam sind oder generell sehr viel Tanky Bounder, hier zum Beispiel eine Riven und ein Lee Sin, dann geht er wieder On-Hit. Gegen die Camille geht er dann auch On-Hit. Interesting. Er experimentiert ja auch nur. Und was ist das hier? Eclipse? Like, what is this? What is this? Eclipse? Ja, Sonjas auf Master Yi und Legit schon teilweise passiert. Also das machen Master Yis einfach, weil es halt ein Fuck-Up-Item ist so. Du hast beinahe keine andere Chance gegen Champions, die Sonjas bauen. So, der baut Sonjas, die baut Sonjas und er baut wahrscheinlich sogar, hat auch mindestens Stopwatch drin, so, dann oder vielleicht sogar auch ein Sonjas, du kommst hin, dann musst du halt einfach Counter Sonjas und so. Was sollst du sonst tun? Also Legit Eclipse Rush into Phantom Dancer. Phantom Dancer habe ich schon immer gesagt. Phantom Dancer ist ein Item, da steht Master Yis Name drauf. Phantom Dancer ist jeder Stat, die gesamte Passive und jeder einzelne Stat ist wie für Master Yi gemacht. Es passt halt nur eigentlich in kein Bild. Aber in Navori Quick Blade Bild. Finde ich sehr, sehr spannend. Das AD-Bild scheint auch zu laufen. Der Junge spielt übrigens einen Challenger, ne? Also das ist, was er die letzte Zeit macht. Das ist der beste Yi der Welt, momentan laut. Ja, schauen wir mal, was er hier macht. Er hat aufgegeben. Tale of Blades, selbst schuld, da verlierst du halt. Sehe ich einfach nicht, zumindest nicht auf mein Attack-Speed-Bild. Wie viel Tempo? Du spielst Tanky, ich glaube es nicht. Es gibt einen Tanky-Spieler, einen Challenger. Ist wahrscheinlich Blade Rush, ne? Ja, Blade Rush into Sunfire into Death Dance. Ja, ja. Das ist genau das Bild, das ich angefangen habe zu bauen. Jetzt mit dem Patch. Das finde ich interessant, aber es fühlt sich so langsam an. Es fühlt sich so fürchterlich langsam an. Ist das nicht dein zweiter Account? Ja, das ist mein zweiter Account, natürlich. Also der spielt tatsächlich jedes Game Tanky inzwischen. Und hat damit Erfolg. Hier hat er zweimal nicht Tanky gespielt, hat direkt verloren. Holy shit. Auch Tanky. Wait, willst du mir erzählen? Die beiden Builds mit den höchsten Winrates momentan in High Elo sind Tanky und ADI. Jo, die bauen das Bild, von dem ich vor Monaten gesprochen habe.